Herr, unser Herr, unser Herr.
Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal, wen suchet ihr? Sie aber sprachen, Jesus, Jesus. Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllt würde, welches er sagte. Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das Volk. Thank you.
Aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Derselbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger,
der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschenjünger? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener, einer, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Linke? Nein, bist du nicht seine Linke? Nein, bist du nicht seine Linke? Nein, bist du nicht seine Linke? Aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krängelte der Haar.
dachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinte bitterlich und weinte Thank you.
führten sie Jesum von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Ist Tode jeden König? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Christ.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch Einlass gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden Königlos gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, diesen Barnabas, nicht diesen, sondern Barnabas, Barnabas. Barnabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesu und geißelte ihn. Drum sieh, o Unterlass.
allen Stücken, die Liebe gleich mit dem Himmel gleiche geht. Thank you.
allen Stücken, in allen Stücken, die Liebe gleich mit dem Himmel gleiche geht. Erwecke mich, mein Gott, erwecke mich, in allen Stücken, die Rücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Knechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben.
das Wort hörte, fürchtet er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, wer mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Kapata. Es war aber der Rüsttag in Ostern, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, 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 weg. Oh,
aus zu ihnen. Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König. Antwortete ihr ihn, dass ihr gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesu und führeten ihn hin, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Golgatha.
und mit ihm zween andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Jüden zu Pilato: Schreibe nicht, 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 sonst lasst ihr es sein, sonst lasst ihr es sein, lasst ihr es sein, ich bin der Jüdenkönig. Pilatus antwortet: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Schrift, die da saget:
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hat, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Schrift erfüllet würde, spricht er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm dar zum Munde. Thank you.
Erlösung da, an der Welt Erlösung.
aller Welt Erlösung braucht. Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, doch neigest du das Haupt, das Haupt, doch neigest du das Haupt und sprichst, doch neigest du das Haupt und sprichst, stehst leicht. Schweigend, ja, still schweigend, still schweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst still schweigend, ja. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf und stunden auf wie Leiber der Heiligen.
Der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben in Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen.
aber mal spricht eine andere Schrift. Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrren und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, welches niemand je geleget war. Da selbst hinlegten sie Jesu um des Rüsttags willen der Juden, dieweil das Grab nahm.